Hat dir dein Kunstlehrer ernsthaft nie beigebracht, wie man einen Schwan zeichnet? Kein Problem, dann mache ich das jetzt. Zeichne zuallererst eine riesige Acht, teile dann ein Stück in der obersten Ecke und zeichne noch so eine Art Schnabel rein. Verbinde jetzt die Stücke, wo sich das überkreuzt, damit der Hals entsteht. Und wenn du jetzt in den Hintergrund noch so eine Art Tropfen malst und die Hilfslinie wegradierst, ist schon dein Schwan entstanden. Zeichne in das Gesicht jetzt unbedingt noch mehr Details rein, wie zum Beispiel das Auge. Danach kannst du mit den Federn anfangen. Ich habe eine Linie gemalt und von dort aus nach rechts und links unterschiedlich große Federn gemalt, die so ein bisschen eckig sind. Das kann sehr lange dauern und wenn du nicht so viel Lust hast, kannst du den nach unten hin so ein bisschen auslaufen lassen und nur noch andeuten. Viel Spaß beim Nachmachen und schick mir unbedingt ein Foto.